Jo, hier ist Mr. Mike. Ich hasse zwar ohne Ende diese Reaction-Videos, aber ich finde, jetzt muss ich auch mal eins machen. Und zwar von LaMelo Ball, der hat 92 Punkte in einem Spiel gemacht, wer es nicht gesehen hat. Ich zeige euch jetzt mal hier alle seine Punkte. Die Freiwürfe sind, glaube ich, nicht mit dabei. Die kann man sich sparen. Aber ja, es ist ja der Hype im Internet gerade für jeden Baller. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, 92 Punkte ist schon ganz schön heftig. Ich fange einfach mal an, lass es laufen. Und es wird echt schon viel diskutiert drüber. Also es ist echt teilweise ziemlich heftig. Also der Junge hat es auf jeden Fall drauf und er trifft auch echt krass, wie man sieht. Er hat echt einen krassen Touch, auch wo er die Dreier nimmt. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter von der Dreierlinie weg. Echt heftig. Also spielen kann er auf jeden Fall. Nur bei dem Spiel hier, wo die 92 Punkte macht, ist mir echt aufgefallen. Sieht man auch hier sehr schön. Er geht nicht zurück in die Verteidigung. Er geht nicht mal zurück über die Mittellinie. Er bleibt vorne alleine stehen und wartet einfach, bis seine Teamkameraden den Ball geholt haben und schmeißen ihn weit nach vorne und schon kann halt easy ohne Verteidiger teilweise Punkte machen. Das finde ich schon echt ziemlich heftig. Ja, sieht man auch hier, geht er durch, die können ihm auch so nichts. Aber es ist alles eine Sache des Coaches, ne? Wenn der Coach sagt, hey, ihr müsst so spielen, er ist unser Go-To-Guy, er steht vorne, gibt ihm nur den Ball, muss man auch mögen, ne? Das ist schon ein krasses Ding, finde ich. Mir wäre das zu blöd, ich könnte mit dem nicht zocken. Das ist schon heftig, 41 Punkte dann im vierten Viertel, irre. Echt irre. Er sieht schon, er geht knapp bis zur Mittellinie hier und ist schon wieder vorne hier, easy. Das andere ist, ich verstehe nicht, wie der gegnerische Coach nicht mal einen auf ihn ansetzt. Es ist keiner an ihm wirklich dran. Die lassen ihn punkten, das wollen die sogar, verstehe nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Das guckt hier, Mittellinie, bleibt da stehen, gleich wieder zurück, hier. Es ist echt die Hölle. Also die Punkte könnte ich auch noch machen. Die Punkte könnte fast jeder machen, glaube ich. Also wenn er alleine hier vom Korb ist, da guckt er es immer da. Das ist mal sozial, Elli. Dass er die Punkte nicht mitnimmt, wundert mich. Aber ein bisschen Show muss sein. Und er gibt ja wohl, er ist immer vorne. Immer, er ist immer vorne. Da kommt er mal von ganz hinten, das ist auch. Aber er hat einen guten Zug und guckt da, ja, wird er mal verteidigt. Schließt schön hoch ab. Sicher, safe. Also klar kann der Junge spielen, das ist keine Frage. Das ist hier kein Hater, aber es ist schon krass. Es ist, ja, easy points. Ist schon heftig. Mal gucken, wo er steht. Es ist unglaublich. Also, da frage ich mich, kann der überhaupt verteidigen? Guckt er, wohin geht. Er geht nicht mal zur Mittellinie. Gebt euch das. Ja, das ist echt hardcore. Das ist echt heftig. Ich würde da so den Hass kriegen. Also ich würde den verteidigen, also ich würde den da nicht alleine rumstehen lassen, das habe ich noch nie gesehen. Also so ein Spiel habe ich noch nie irgendwo live gesehen oder irgendwie mitgespielt, dass man jemanden so frei stehen lässt. Da verstehe ich den gegnerischen Coach nicht. Kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, oder? Das ist doch echt teils eine Verarsche. Guck, es ist unglaublich. Aber er kriegt halt auch jeden Ball. Das ist, ja, das ist halt so gewollt. Das ist jetzt nicht wirklich eine Ego-Kacke von ihm selber, sondern das will schon sein Coach so, dass sie so spielen. Run and gun. Da steht er vorne frei, hätte abspielen können. Oh ne, den will er jetzt selber. Also klar, es ist und bleibt immer noch beeindruckend. 92 Punkte, heftig. Aber auf die Art und Weise, ich weiß auch nicht, das ist schon ein bisschen lasch, finde ich. Also wenn du überhaupt keine Defense spielst, das ist irgendwie... Da kannst du nicht wirklich hundertprozentigen Respekt kriegen dafür. Oh, da waren wir ziemlich weit hinten. Ah, guck, der trifft aber auch alles. Das ist schon, er hat echt einen krassen Touch. Das ist schon heftig.
Der Touch von ihm ist echt irre. Das sieht man schon bei den Dreiern, die er immer nimmt. Echt heftig. Aber ohne Defense keine Chance. Wenn er nicht Defense spielen kann, kommt er nicht weit. Gibt euch das. Es ist echt heftig, Mann. Trotzdem, mit Verteidiger würde der nie 92 Punkte machen. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay, holst du einen eigenen Rebound? Ja, okay, das ist aber auch schlecht dann verteidigt und ausgeboxt überhaupt. Ja, er schließt echt richtig gut ab. Die Freiwürfe weiß ich jetzt nicht, ob er die getroffen hat. Er muss ja ein paar machen, aber... Also er hat auf jeden Fall was, das um dieses Nicht-Verteidigen, ey, das ist echt, das geht einfach nicht. Ich würde so kotzen. Ich würde so kotzen auf dem Spielfeld. Oh, da kommt er mal von ganz hinten. Heftig. Er wird auch die meiste Zeit von der Nummer 4 verteidigt. Ist das so ein schlechter Verteidiger? Es ist krass, es ist echt krass. Also ich habe jetzt hier die Punkte nicht zusammengerechnet, wie viele, ob er hier die 92 Punkte macht, hier der Dreier, es ist krass. Das ist schon krass. Also eigentlich muss er mit den Freiwürfen die 92 Punkte machen. Aber wer Zeit und Lust hat, kann das ausrechnen. Gibt bitte hier Bescheid. Aber trotzdem, nachdem ich das gesehen habe, ist es nur noch halb so beeindruckend, finde ich. Weil ich finde, wenn 92 Punkte so heftig, dann musst du die schon alle gegen den Verteidiger gemacht haben. Auch wenn der Verteidiger schlecht ist. Aber gar kein Verteidiger ist halt so, okay. Ja, aber die trifft er echt heftig. Oder was meint ihr? Ist das vom Coach vorgegeben, dass er nicht verteidigen muss, oder hat er einfach keinen Bock? Weil dann geht er doch mal ganz schön weit zurück. Also ich weiß nicht, irgendwie... Aber sein größerer Bruder ist ja verletzt gewesen. Deshalb hing natürlich alles an ihm. Sein größerer Bruder hat ja 72 Punkte gemacht in dem Spiel. Spielen kann auf jeden Fall, das ist nicht das Ding hier. Der lässt ja doch alle stehen, also geht auch durch 2, durch 3, durch. Da kennt der nix, gibt er das hier. Oh, netter Alley. Schönes Ding. Da spielen die noch weiter? Nee. Genau, die feiern sich dann hinten, geht schon wieder weiter. Da gibt ihr das, das ist doch echt abgefahren. Das ist echt abgefahren. Das ist schon so Steph Curry-Style. Also im Handgelenk irgendwie. 100% Technik. Ist schon krass. Verdient schon Respekt, aber jetzt nicht so. Ja, es ist schon. Bisschen overhyped, finde ich, das Ganze mit 92 Punkten, aber er ist auf jeden Fall ein guter. Ich komme jetzt hier auf keinen Fall mit Hate an. Er ist schon krass. Bin mal echt gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Aber es ist echt ein komisches Spiel, das ist auch irgendwie... Ja,
gebt mir eure Meinung dazu, euer Feedback, was denkt ihr? Krasse Aktion, muss man nicht verteidigen, wird Verteidigung sowieso überbewertet oder nicht? Eure Meinung würde mich sehr interessieren. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mark.